Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Gerade pünktlich um 19 Uhr hat das Event gestartet, Marsch der Goblins. In eurem Untermenü könnt ihr euch auch angucken, was da genau steht. Eine kürzliche Änderung der Gegenstände scheint mehr Schatzgoblins angelockt zu haben. Die Änderungen müssen ihnen wirklich gefallen, denn sie heben mehr auf und lassen auch mehr fallen als gewöhnlich. Wir haben schon ein bisschen rumphilosophiert. Erstens natürlich, was lassen die fallen? Ich würde mir wünschen, die lassen Schmiedematerialien fallen und Digging Stones. Das werden wir jetzt auf jeden Fall nochmal abchecken und dann natürlich die Frage, wie viele, wie oft und so weiter. Deswegen gehen wir jetzt hier einmal, weiß ich nicht, eine Stunde, ein, zwei Stunden durch die Höllenflut. Da sollten die auf jeden Fall dabei sein am Start und gucken, was die so fallen lassen. Also wie gesagt, meine Hoffnung oder meine, das was ich mir wünschen würde, wären echt Stinging Stones oder Schmiedematerialien. Das wäre so das Nonplusultra. Wenn die jetzt nur, in Anführungsstrichen, mehr Loot fallen lassen, den wir sowieso schon immer kriegen. Ich meine, wir verlieren da dadurch nichts, aber das ist sowieso zum Einregen schon so ein bisschen ernüchternd, das Event. Wenn die jetzt wirklich nur mehr Loot fallen lassen, also noch mehr gelbe und braune Items, ohne irgendwas Besonderes, Unix, GA-Chance, Schmiedematerialien, Stinging Stones, whatever, dann wäre das schon ein bisschen enttäuschend. Aber schauen wir mal. Ah, guck mal hier. Hier ist zumindest mal einer. Das ist nicht mehr Loot. Und da ist auch keine... Das ist eine Schatztasche, okay. Das ist der erste. Eine Schatztasche ist am Start. Aber der Loot an sich war jetzt erstmal öde. Die Schatztasche gibt nochmal zwei Items. Ich habe ein ganz mieses und böses Gefühl, Leute. Neuer Goblin. Kein Loot, aber Schatztasche. Schatztasche aufmachen. Unik. Immerhin Unik. 855! Eine Schatztasche. Eine Tasche mit Schätzen bis Gegenstandsmacht 855, die einem vor einem erschlagenen Schatzkorb zurückgelassen wird. Alter, das ist das schlechteste Event, das ich jemals in irgendeinem Spiel gesehen habe. Zum einjährigen Jubiläum. Okay, zusätzlich zu dem super Event, was wir hier bekommen haben, was wirklich geil ist, haben wir auch neue Updates, Patch Notes bekommen. Patch für wahrscheinlich Dienstag, nehme ich mal an, weil Patch ist immer dienstags. Und die Chance von Stygian Stones wurde angehoben. Und ich meine, alleine an der Anhebung sieht man schon mal, dass mein Test auf jeden Fall gar nicht so schlecht war. Hier kriegst du nämlich jetzt, ich blende euch das ein, Tier 1. Das heißt, auf Level 1, der Grube Stufe 1, gibt es eine 5% Chance. Stufe 40, 10% Chance. Stufe 100, 18%. Da war ja vorher bei mir, meinem Test, ungefähr 6%. Und Stufe 200, finde ich bodenlos, dass sie das da anzeigen, weil niemand schafft 200, es ist 30%. Hier steht, das exakte Timing für den Patch wird noch gesagt. Ich gehe aber stark von Dienstag aus. Also, ich habe jetzt 15 Taschen, das heißt, ich habe 15 Goblins gekillt. Und selbst wenn du ab und zu auch mal eine große Tasche bekommst, die Taschen, die du grundsätzlich bekommst, auf Nightmare Dungeon Stufe 100, sind ja ein Witz. Also, um mal ein kleines Fazit zu ziehen, auch wenn ich nicht zu voreilig sei mit einem Fazit, aber jetzt an einer Stunde, die allererste Stunde ist so belanglos, langweilig. Also, mein Spielerlebnis Diablo 4 hat sich 0,0 geändert. Also, ich glaube nicht mal, dass es Sinn macht, aktiv auf die Goblins mit Schreinen zu gehen, sondern wirklich einfach... Spielt einfach genauso weiter wie vorher auch. Freut euch, wenn da mal irgendwo Goblins sind. Aber darauf hinzuarbeiten, irgendwo Goblins zu finden, das sehe ich bei aller Liebe überhaupt gar nicht. Und ich frage mich echt, was man mit diesem Event bezwecken wollte. Noch ein ganz kleiner Nachtrag. Adam Fletcher hat schon getweetet, irgendwas stimmt da mit dem Goblin-Event nicht. Könnte sein, dass zum Zeitpunkt des Videos schon fix draußen ist, dass mehr Goblins spawnen. Aber in Summe ändert das nicht mein Fazit und meine Meinung zum Event. Aber dass ihr Bescheid wisst, dass da läuft irgendwas nicht ganz rund bei den Goblins. Und da wird noch fix kommen oder ist vielleicht sogar schon gekommen. Ja, schreibt mal gerne eure Meinung unten in die Kommentare, was ihr zum Event sagt. Ich finde es ist nice to have, so, aber für ein First Anniversary Event finde ich es einfach echt zu schwach. Dann hätten sie es nicht so anpreisen sollen, sondern einfach sagen, ey, wir machen ein Goblin-Event, viel Spaß damit. Aber zum Einjährigen ist mir das echt zu... bisschen zu lasch, ein bisschen zu wenig. Und
Und dieser Blessing da von Lilith, der dann auch reinkommt. Naja, schreibe gerne eure Meinung unten rein. Ich würde mich natürlich wie immer über ein Follow freuen. Ich bin ganz knapp vor den 10.000, deswegen auf jeden Fall mal Follow reindrücken, damit wir die schaffen. Und über ein Like würde ich mich auch freuen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.